Hallo und jetzt willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. So, wir haben letzte Folge die, was war das nochmal genau? Was war das denn? Das war das mit Joker, ne? Ja, genau. Wie die Servus-Wissenschaftler, genau die haben wir gerettet, das war's, stimmt. Aha. Schön. Commander, Dr. Chapworth lässt ausrichten, dass sie gerne unten in der Krankenstation mit Ihnen sprechen würde. Ach, wirklich? Die Cerberus-Wissenschaftler sind sicher bei der Allianz angekommen. Die Lametta-Träger glauben, dass sie eine große Hilfe beim Tigel sein werden. Erst die Grissom-Akademie und nun das. Gute Arbeit. Kennen Sie diese kleinen Aufkleber, die Jägerpiloten für jeden Abschuss unter ihren Cockpits anbringen? Ich spiele mit dem Gedanken, sowas jedes Mal auf die Galaxiekarte zu kleben, wenn ich irgendwelche Daten zu Tode analysiere. Sie werden ja noch ein richtiger Marine. Naja, also, ich nehme an, Sie färben auf mich ab. Gute Arbeit. Danke, Commander. Es ist ein gutes Gefühl, jemanden lebendig irgendwo rauszuholen. Commander? Ja, ne? Sehe ich genauso. So. Dr. Chaco, was wollte die denn? Dieses Spiel wirklich spielen? Was ist los, Vakarian? Haben Sie Schiss? Ich weiß nicht mal, was das ist. Nur, dass jeder in der Galaxie davon abrät, das Zeug zu probieren. Aber falls Sie vermuten, ich hätte Angst, fangen wir an, Vega. Alter vor Weisheit. Okay. Als ich bei C-Sicherheit war, habe ich einen batarianischen Spionagering gesprengt, der ein Ratsmitglied töten wollte. Ich bin auf Omega gegen ein Dutzend wütender Batarianer angetreten, ganz allein. Einen von ihnen habe ich als Landekissen für einen Sprung aus dem dritten Stock benutzt. Meins war nur zum Aufwärmen. Ich wollte sehen, was sie haben. Also, ich habe diesen Typen aufgespürt. Er hieß Saren. Ich habe ihn vor 3 Jahren daran gehindert, eine Geth-Armee aufzustellen und die Reaper auf uns loszulassen. Das zählt nicht. Das haben sie zusammen mit Shepard gemacht. Stimmt. Ich war bei Shepard. Von Anfang an. Das bedeutet nur, dass sie alt sind. Ja, ja. Ich bin froh, dass Jacob den Unbekannten durchschaut hat. Wenigstens haben nicht alle bei Cerberus den Verstand verloren. Wir können ihn bei diesem Kampf brauchen. Ja. Hey, Commander. Dachin. So, Dr. Chuck, was? Was wollten Sie denn? Shepard, wissen Sie noch? Wir wollten jedes Jahr eine Flasche Cerise Ice Brandy öffnen. Und diesmal zahle ich. Aber das ist noch kein Jahr her. Schon, aber in ein paar Monaten werden wir keine Gelegenheit mehr dazu haben. Also entschuldigen Sie bitte meine Ungeduld. Spannen wir ihn für den Sieg auf. Doktor, verwahren Sie die Flasche sicher. Wir öffnen sie, um damit unseren Sieg über die Reaper zu feiern. Ich bewundere Ihren Optimismus und freue mich schon darauf, wenn es soweit ist. Deswegen hat er mich holen lassen? Immer noch, Sie können dieses Ding gewinnen, was? Also, ich kann das den ganzen Tag lang haben, Gesicht. Witzig, dass Sie das erwähnen. Schon mal den Namen Archangel gehört? Könnte sein. Natürlich haben Sie das. Ich bin Archangel. Könnte sein, dass ich das auch schon mal gehört habe. Dann haben Sie ja vielleicht auch gehört, dass die Verbrechensrate auf Omega einige Monate lang ziemlich niedrig war, weil Archangel ein bisschen durchgeputzt hat. Wir hatten also einen Reinigungsservice auf Omega. Ich habe auf Fehl Prime 2 Heuschrecken entdeckt und musste sie ganz allein töten. 2 Wurmhälse? Das ist ja fast beeindruckend. Das ist noch nicht alles. Sie haben ein Ei zurückgelassen. Das Vieh ist geschlüpft, ich habe es trainiert und kann es jetzt fliegen. Bringt einem die Allianz bei, sich so einen Mist auszudenken, oder sind Sie selbst draufgekommen? Das ist eine Gabe. Ja, ja. So. Kids. So, ich wollte. Wo bin ich denn gerade? Ich bin in Galaxy, okay. Ja, richtig nice.
richtiger Skill, würde ich sagen. Oh, wir haben 100% Aktivposten hier erhalten. Schon mal, das ist schon mal prinzipiell gut. Ich wollte ganz schnell auf die Citadel. Für eine Nebenmission, weiß ich noch. Das dauert höchstens 5 Minuten, keine Sorge, Leute. Da müsst ihr euch nicht irgendwie denken, oh, was kommt denn jetzt? Also, vielleicht schon, aber ich weiß es nicht. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ich muss zu den Botschaften. In Ordnung. Genau. Also eigentlich muss ich nicht mal so zu den Botschaften, sondern sogar nur ins Spectre-Terminal. Was gucken die denn alle so komisch hier? So. Genau. Hier, das Turianer-Toxin nämlich. Ein turianischer General wurde verletzt, als der Zivilist auf einem Service-Angriff auf die Citadel verteidigte. Er liegt jetzt im Huerta-Krankenhaus, aber seine Verletzung wurde durch ein Toxin verkompliziert, das speziell auf die turianische Physiologie wirkt. Ein früherer Allianzforscher ist bereit, Daten über ein ähnliches Toxin zu verkaufen, das für den Fall eines Krieges mit Pelavan entwickelt wurde. Um diplomatische Peinlichkeiten zu vermeiden, sollten alle auf diesem Weg beschafften Informationen behandelt werden, als wären sie in einer Serviceanlage gefunden worden. Genau, das ist eigentlich das, was ich in der letzten Mission nämlich hätte finden sollen, aber das war irgendwie nicht da. Oder ich habe es nicht gesehen. Deswegen habe ich das jetzt mal hier gekauft. Ja. Passiert, gibt Schlimmeres. So. Und irgendjemand von denen kriegt jetzt mein Gift. Also mein, ne? Wisst ihr schon. Irgendwer hier. Ich weiß nur nicht genau, wer. Da hinten, ah ja. Sieht interessant schon mal aus. Knowles, hier ist Shepard. Ich habe eine der Code-Positionen gefunden. Okay, ich schalte jetzt ab. Ich muss nur Ihren Spectre-Status autorisieren. Jemand hat auf diesem Weg einem Dutzend Lebenserhaltungssystemen im Krankenhaus die Energieversorgung abgedreht. Okay, dieser Zugangscode ist offiziell deaktiviert. Können Sie noch weitere finden? Das war nicht das, was ich geplant hatte. Nee. Hier das eine? Ah, Doktor. Ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Ich habe das hier auf einer Cerberus-Station gefunden. Aha. Zeigen Sie mal. Ja, ich glaube, das ist es. Damit sollte es uns möglich sein, ein Gegengift zu entwickeln. Danke. Damit hat der General vielleicht eine Chance zu überleben. Ja. So, das ist nämlich einfach nur eine kleine Nebenquest, die wir dann fertig haben. Was das jetzt für die Konsolen war, ich weiß es nicht. Ist das Jacob? Hey, Shepard. Schön, Sie zu sehen. Ich weiß, wie es im Moment zugeht. Stimmt. Daher muss man jeden Augenblick auch nutzen. Was ist mit dem Tegel? Das Projekt ist wahnwitzig groß. Und diese brillanten Köpfe arbeiten alle Tag und Nacht daran, es hinzukriegen. Sie sollten wirklich sehen, wie sie alles mit gesenkten Köpfen Stück für Stück zusammensetzen. Wir werden diesen Tegel bauen, Shepard. Und dann gewinnen wir dieses Ding. Das spüre ich. Sie auch? Ja, sicher, ich spür's. Und ich zähle auf Sie und alle anderen. Es muss klappen. Das wird es. Ja. War interessant, Brynn kennenzulernen. Wie geht's dir? Sehr gut. Es ist schön, Sie bei der Arbeit zu beobachten, ohne dass die Sorge um die Kolonie Sie ablenkt. Und Sie beide? Wir bekommen ein Baby, Shepard. Wow. Meinen Glückwunsch. Es war nicht geplant, aber ich freue mich drauf. Ich werde ein besserer Vater sein als meiner.
alles richtig machen. Es ist... ein weiterer Grund zum Kämpfen. Kann man wohl sagen. Bryn will das Kind nach ihm benennen. Wirklich? Ja. Shepard. Das ist... schön. Ja. Ich werde sie ausreden. Nichts für ungut. Schon okay. Gut. Und wie geht's Ihnen? Und wie läuft's bei Ihnen? Noch zufrieden mit Ihrer Arbeit? Alles in Ordnung. Mir geht's gut. Keine Lust, wieder auf die Normandie zu kommen? Lust schon, Shepard. Aber nein. Sie arbeiten also am Tiegel? Ich bin zwar klug, aber nicht so klug. Hackett hält mich trotzdem ganz schön auf Trab. Wie geht's ihm? Er hält durch. Ich glaube, einen härteren alten Kerl als ihn gibt's gar nicht. Ja. Schön, dass wir reden konnten. Finde ich auch. Man muss solche Momente nutzen. Ich mag das. Und nochmals danke, dass Sie alle lebend rausgebracht haben. Machen Sie es gut, Jacob. Sie auch, Shepard. Ich werde an Sie denken. Passen Sie auf sich auf. Genau. So. Jetzt kommen wir nämlich wieder zurück zu Normandy. Hat gar nicht so lange gedauert. Das mit dem Jacob-Gespräch war natürlich ungeplant. Das wollte ich nicht. Also, was heißt, das wollte ich nicht, ne? Das war halt unerwartet quasi. Nicht ge... Was ist denn hier mit der Konsole auch? Was ist denn das? Knowles, ich habe einen weiteren Punkt gefunden an dem... Wieso funktioniert das mit der Audio hier nicht? Das sind die Codes für die ferngesteuerte Navigation. Der Absturz letzte Woche in den Docks. Wir hatten gedacht, es wäre ein Unfall. Shepard, auf dem Schiff waren 117 Allianz-Soldaten. Alles Menschen, genau wie die Patienten im Krankenhaus. Wir haben also batterianische Codes und jemanden mit einem Groll gegen Menschen. Sieht so aus. Okay, der Code ist jetzt auch offline. Es dürfte nur noch einer übrig sein, Commander. Was ist denn hier los? So. Genau. Aber jetzt... Also das machen wir noch nicht in dieser Folge wahrscheinlich. Es wird erst Galaxie... Facts wieder geben, sage ich mir jetzt mal so, um es nett auszudrücken. Aber... Okay. Exodus Cluster. Aber, nächste Folge dann. Gibt's Spaß. Spaß und Action. Hier mit Eden Prime. Ja, genau. So, aber erstmal gucken, was wir hier so haben. Xanadu. Die Atmosphäre von Xanadu besteht maßgeblich aus Methan und Argon. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Aluminium mit vollkommen Calcium. Durch die abgelegene Lage in den Kältensystemen des äußeren Systems und den Mangel an wertvollen Ressourcen gibt es kein besonderes Interesse an diesem Planeten. Nirvana. Smells like Nirvana hat eine Atmosphäre aus Xenon und Krypton. Die Oberfläche ist eine Mischung aus Eiswasser und Eisenoxiden mit kryovulkanischen Wolken aus Kalisalzen, die sich entlang des Äquators konzentrieren. Nirvana ist kommerziell wie wirtschaftlich kaum interessant. Es wurden zwar Anfang der 2160er Jahre einige geologische Forschungsstationen eingerichtet, aber die sind alle seit Jahren geschlossen. Die Allianz betreibt nur noch eine automatische Eisbruchstation, die ganz nebenbei eine größere Menge Deuterium-Treibstoff für die Flotte produziert hat. So ist das. Zion! Und als er sich begab nach Zion, wo Maria... War das so? Nee, drauf machte sich auf auch Josef aus Galiläa. Und sie gebar ihren ersten Sohn... Ach, keine Ahnung, irgendwie Weihnachtsoratorium, irgendwie so, irgendwas mit Zion. Zion ist ein Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant und sogar größer als der Jupiter. Trotz der widrigen Schwerkraftverhältnisse und der tödlichen Strahlungsbelastung hat sich dort eine kleine Helium-3-Minenindustrie angesiedelt. Der Grund dafür ist denkbar einfach. Zion ist der einzige Gas-Gigant im Utopia-System und damit die einzige Kraftstoffquelle für die Energiewerke und Raumhäfen von Eden Prime.
Um Zion kreisen 112 Satellitengestirne, von künstlich integrierten Asteroiden bis zum Asphodelmond, der durch seine Größe eine dichte Atmosphäre aufweist. Arcadia. Arcadia ist eine ungewöhnlich große terrestrische Welt mit einer dichten Atmosphäre aus Stickstoff und Helium. Die sengeteilte Oberfläche besteht hauptsächlich aus alkalischem Basalt. Zudem gibt es auch große Vorkommen an Metallen. Trotz der wilden Schönheit der Landschaft mit vielen bizarren Säulenformationen aus Basalt hat die lebensfeindliche Umwelt von Arcadia eine Besiedlung bis heute verhindert. Und Eden Prime. Diese idyllische Agrarwelt war eine der ersten Kolonien der Menschheit, die jenseits des Charon-Portals gegründet wurden. Die fruchtbaren Biosphären von Eden Prime führten zu starkem Zuzug aus der Allianz und anderen Menschenorganisationen. 2183 wurde Eden von einer Geth-Streitmacht unter dem Befehl des abtönigen Spectre Saren Arteriums angegriffen. Commander Shepard eilte zu Hilfe und stieß dabei auf einen proteanischen Sender, der vor einer kurz bevorstehenden Reaper-Invasion warnte. Es ist diesem Sender und der raschen Reaktion des Commanders zu verdanken, dass die Galaxie hier überhaupt eine Überlebenschance hat. Die Reaper sind zwar am Großteil des Exodus-Clusters vorbeigeflogen, um die Erde zu erobern, aber dennoch ist klar, dass der Krieg inzwischen auch auf Eden Prime angekommen ist. Notsignale blockieren alle verfügbaren Frequenzen, breite Streifen des Ackerlands brennen und das Schienensystem der Magnetbahn ist nur noch verbogenes Metall. Cerberus hat viel zu verlieren, wenn ihr ruchloser Angriff auf die Menschenkolonie bekannt wird. Was sie zu gewinnen hoffen, muss daher ähnlich wertvoll sein. Hier wurden 4,2 Millionen. 23 Grad, 1,04 G, 1,45 Atmosphäre. Und ein Tag geht 64 Stunden, was natürlich nicht so schön ist, aber ein Grund, die Folge zu beenden. Also bis dahin und tschüss.